Shampoos bei der Arbeit. Guten Morgen, Eduard, Eduard. Ab ins Bad, scheiß Rasierapparat. Kaffee kalt, das Eis hart, Eduard, bleib smart. Die schokoliert, das Sakko an, da fängt der Tag es richtig an. Renn ins Auto, Eduard, freie Bürger. Freie Fahrt und Stau, ey du Sau! Eduard wird ziemlich blau, da vorne ist, es wird auch Zeit, der Parkplatz für sein Park and Ride. Eduard, Eduard steht vor dem Plakat, denkt sich, das wär geil, oh Mann, wenn man sich verschwinden kann. Ich wünschte mir eine tolle Fee, wie ist sie auf der Wand, dasselbe, plötzlich steht sie da, oh Mann, wie schnell das funktionieren kann. Die gute Fee so rein und zart mit schwarzem Hut und schwarzem Bart, streckt die Hand raus, grinst und spricht, hast du mal 3 Euro für mich? Eduard, sag, warum nicht? Aber was krieg ich? Hey, Alter, lass die Laberei, da hast du auch 3 Wünsche frei. Eduard greift in die Tasche und er nimmt mir hin eine gute Masche. 3 Euro hat jetzt der Punk und der Punk sagt, vielen Dank. Dein erster Wunsch, was ist jetzt, Mann? Eduard schaut das Poster an und sein Wunsch ist auch kein neuer. Freiheit ist und Abenteuer. Ich bin nicht mehr Eduard, ich bin Eddie frei und stark. Super Eddie, super hart, super cool und super smart. Super Urlaub, super Schrank, super Sonne, braun gebrannt. Super Frauen an der Bar, super Eddie, alles klar. Super Faktor Sonnenschutz, super Wasser, super Schmutz. Super Laune, super leise, super Eddie. Super Scheiße. Jetzt erkennt Eduard, das ist mir verdammt zu hart. Das ist mir verdammt zu öd, nee, das ist mir echt zu blöd. Und er denkt sich, Eduard, du hast ja noch 2 Wünsche frei. Du musst in die Tiefe gehen, der zweite Wunsch, sei klug und schön. Mit Eduard, Dr. Phil, bin noch ein wenig senil. Ehe ins Museum fiel, denn die Schönheit ist mein Ziel. Und die Philharmonie mit der Quadrophonie ist der Reis der Musentempel. Darauf trink ich einen Wempel von der Boden. Der Musen fröhlich, die Natur am Busen. Liberal und stets zivil und ein bisschen pädophil. Kinder ist das schönste Klotze mit Kluftern und mit Schönheit protzen. Darauf geh ich erstmal kotzen. Lehre draus das, was nicht seine innere Stimme spricht. Ausgekotzt und ihn gespeist. Er will lieber reich etwas Welt auf dieser Welt. Er dreht der Bums sein Mann und Geld. Ich bin etwa Druckgefäller bei den Rubelrollen schneller. Öl ins Meer und Öl ins Tank, Panzerfaust im Panzerschrank. Flieger und Geschütze machen viele Arbeitsplätze, schaffen Druck und Ehren überall. Das ist mein wahres Kapital. Kann ich mein Ziel nicht erreichen, gehe ich einfach lieber leicht. Manche sind auf Material, ich bin der Boss und das total. Vor ihm steht ein Kontrollier. Edward findet das verkehrt. Ich bin doch Onkel Dagobert. Ich bin mit keinem zu vergleichen. Von wegen, Mann, du stinkst nach Leichen. Raus mit dir, hau ab, mein Sohn. Für dich ist hier die Endstation. Edward beschüttelt sich, Mann, das ist doch widerlich. Denkt sich, das wär nicht mein Ding. Stellt sich an die Straße hin, der nächste Bürger kommt vorbei. Edward ist schnell dabei, streckt die Hand raus, grinst und spricht. Hast du mal 3 Euro für mich? Der Bürger sagt, warum nicht?